Und damit willkommen zum 10.9. Part 9. Ich glaube 9. oder? 9. Part von Search and Simulator 2013. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir ja im letzten Part die 10. Was sag ich denn hier? Was habe ich denn hier mit den Zahlen jetzt in der letzten Zeit? Haben wir ja hier die Herztransplantation nahezu perfekt, möchte ich mal behaupten, abgeschlossen. Und ja, jetzt kommt eine der schwierigeren Operationen. Und dementsprechend wollen wir hier gar nicht so viel Zeit verschwenden. Ich wünsche euch natürlich trotzdem viel Spaß mit dem aktuellen Part. Gehen wir hier kurz beiseite hier. Weil wir haben keine Zeit. Space, ab in den Weltraum. Viel Spaß mit der Nierentransplantation und dem 9. Part von Search and Simulator 2013. Und ich muss ehrlich zugeben, mir tut immer noch die Hand weh, weil ich vor einer Stunde ungefähr den 9. Part von Kaiser Mario aufgenommen habe und die verdammte Hand tut immer noch weh. Diesmal bleiben wenigstens die Sachen ruhig hier. So, wir haben die Spritze. Wo können wir die jetzt am besten hinlegen, damit sie so bleibt? Damit sie da bleibt, wo sie soll. Ich glaube, das wird ultra hardcore hier. Ich hoffe nicht, aber man weiß ja nie. So, wir machen am besten mal die Hand ganz ruhig hier. Am besten hier oben, oder? Und wenn wir die jetzt loslassen, die Spritze. Dann sollte sie eigentlich hier bleiben. Und ja, wie ihr hier sehen könnt, ganz normale Nierenoperation. Eigentlich Bibifax, mit dem Unterschied, dass wir halt hier im Weltraum sind. Deswegen nehmen wir mal hier ganz vorsichtig den Bohrer in die Hand. Und machen erstmal das Knochenwerk, was ihr da oben seht, was noch ein bisschen stört, weg. Das hat ja schon mal gut funktioniert, glaube ich. Was ist das denn hier für ein Ding? Habe ich ja noch nie ausprobiert hier. Seht ihr das? Das Ding hier? Wo ich drauf zeige. Warte, ich zeige mal drauf. Das Ding hier. Was ist denn das? Keine Ahnung. So, den Hammer, ne? Hammer. Und dann können wir gleich mal die Knochen wegmachen. Das ist nämlich das Erste, was weg muss, ja? Oh, wie geil die Musik wieder ist, oder? Meine Güte, ey. Das ist ja der helle Wahnsinn. So, wirklich cool geht es aber nicht hier mit den Knochen. Gleich mal die Spritze. Brauchen wir gleich mal die Spritze, damit wir die Knochen weggeräumt haben. So, wunderbar. Ich glaube, das ist gut so, wie es ist. Ja, der Hammer ist, glaube ich, weg. Jetzt bitte die Spritze ganz normal schnappen. Bitte. Das sieht gut aus. Wie ein großer. Sage ich ja manchmal ganz gerne. So, dann legen wir die Spritze hier wieder ab. Oh, das könnte gefährlich werden. Bleib da, Spritze. Oh, das sieht schlecht. Nee! Ach Scheiße! Oh, jetzt habe ich in die Spritze gelangt. Hm, ganz klasse. Ultra Hardcore Mode jetzt. Wenn man die andere lang bist, ist es dann wieder okay. Wir suchen es mal. Ach guck mal, Tatsache. Geil, juhu! Oh, freue ich mich. Dieser ekelhafte.
Oh, wie dramatisch die Musik ist. Hört euch das mal an. Erinnert mich ein bisschen an die Szene aus Terminator 1, als Sarah Connor und Kyle Reese in dieser schicksalshaften Nacht miteinander schlafen und John Connor zeugen. Tja. Viele jetzt wahrscheinlich keine Ahnung. Terminator, was für ein plumper Film. Ja, vielleicht, aber nicht unbedingt, nicht zwangsläufig, wenn man mal drüber nachdenkt. Sogar sehr tiefgründig. Auch wenn man das jetzt, wenn man mich jetzt dafür belächeln möchte, weil ich das sage. So, wunderbar. Wir haben unser Schneidewerkzeug perfekt in der Hand. Und Blut hat er noch nicht viel verloren. Das heißt, wir müssen jetzt mal hier losschnippeln. So, Nummer 1 haben wir schon mal durch. Es klappt einfacher als befürchtet. Aber es liegt nicht hundertprozentig cool in der Hand. Deswegen müssen wir hier nochmal kurz loslassen. Ne, wir haben es nicht, ne? Jetzt haben wir es. Ne, wir haben es nicht. Guck mal, wir haben es nicht. Wir haben es immer noch nicht. Gibt's doch wohl nicht. Nimm's! Oh, das könnte fast schon wieder Scheiße in der Hand liegen. Wir versuchen es trotzdem mal. Ne, das sieht nicht gut aus. Okay, okay. Wir gehen das alles ganz, ganz, ganz sachte und entspannt an. Weil wir wollen das ja nicht tausendmal versuchen müssen. So, jetzt haben wir es. Ich glaube, es ist immer noch scheiße, oder? Kriegen wir das so hier aufgeschnippelt? Nee, natürlich nicht. Bleibt da. Oh, die Spritze hat sich auch schon verabschiedet. Wie ihr sehen könnt, die ist nicht mehr da, wo wir sie abgelegt haben. Oder abgeschwebt haben, könnte man vielleicht treffender sagen. So, wir brauchen ein neues Schneidwerkzeug. Das linke kommen wir nicht mehr ran. Aber wie ihr sehen könnt, ist auch kein Schneidewerkzeug da gerade. Sei mir kriegen das hier zu fassen. So. Ja, das wird, glaube ich, nichts. Müssen wir mal so rum machen. Und da haben wir das nächste Schneidewerkzeug weg. Was nehmen wir uns denn diesmal? Kommen wir überhaupt noch an irgendwas ran? Das ist die Frage. Ich glaube nämlich nicht. Vielleicht das mal nach oben stoßen hier. Vielleicht kommt es dann wieder runter. Auf mittelfristige Zeit gesehen. Weil ohne können wir jetzt nicht weitermachen. Es sei denn, wir schneiden mit dem Beil los, aber ich glaube, das wollt ihr nicht sehen. Oh Gott. Ach komm schon. Irgendwas zum Schnippeln. Wollen die Ents natürlich jetzt den Laser nehmen oder was? Das ist doch bestimmt der Laser hier, das Ding, was da unten liegt, oder? Ein drahtloser, also ein kabelloser Laser sogar. Wollen wir den mal ausprobieren? Komm, was soll der Geiz? Wir probieren das Ding mal aus. Oder auch nicht. Oh, oh, oh. Ganz sachte jetzt hier. Wenn ich das wenigstens irgendwie steuern könnte, weil ich das ein- oder ausschalte, ne? Das wäre natürlich schon was, aber... So viel können wir dann nicht verlangen, nehme ich mal an. Der Laser liegt irgendwie scheiße in der Hand, das muss ich mal ganz ehrlich sagen, ey. Scheiße. Aua, aua, aua! Nimm ihn! Ah, scheiße! Er verselbstständigt sich! Ah, noch geht's. Gib doch her, das Ding!
verdamme ich nochmal. Jetzt haben wir da wieder so scheiße. Ah, so könnte es sogar gehen. Ich sehe halt schlecht, wo ich hinschnippel, aber was soll ich machen, ne? Und wirklich gut lässt sich damit auch nicht schneiden, habe ich das Gefühl. Das bringt ja gar nichts hier, die Scheiße. Lol, das bringt ja gar nichts hier, die Scheiße. Dieser verhurte Laser. Guck mal, was für eine Sauerei wir jetzt wieder angerichtet haben. Ja. Oh, Scheiße, das war's. Das war's. Ah, aua. Ah. Jo, Laser, ne? Viel Spaß auf deiner Reise, würde ich mal sagen. Dass der den aber auch nicht vernünftig greift. Ah! Jetzt habe ich den scheiß Wecker in der Hand. Jetzt habe ich den wieder so dämlich in der Hand, den Laser. Unfassbar. Das wird so nichts. Das wird nichts mehr. Das kann ich euch jetzt schon versprechen, dass das nichts mehr wird. Ich sehe auch gar nicht, wohin ich schneide. Das ist der Witz an der Sache. Das ist voll unfair. Guck mal, das Ding schneidet auch gar nichts, ey. Lol. Hier musst du durchschnippeln, du dummes Scheißding. Na, ich glaube, das wird nichts mehr, Leute. So gerne ich wollen würde, aber ich glaube, das hat sich erledigt hier. Das hat sich ausoperiert. Na, bringen wir es hinter uns. Bringen wir es lieber hinter uns. Dann können wir nämlich hier gleich zum nächsten Astronauten. Den hier, den werden wir dann in die. In der Torpedorampe. Beerdigen, könnte man sagen. So, hier drüber noch ein bisschen rum. Dann können wir es auf die Romulaner schieben. So, tschüss Kumpel. Tschüss Kumpel! Ah! Boah, wir holen unsere Hand an. Oh. Ah, eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen am Anfang. Am Ende war es dann halt katastrophal, als wir kein Schneidwerkzeug mehr hatten. Deswegen nochmal. So. Eigentlich wollte ich den Bohrer zum Knochen durchtrennen nehmen. Aber das wird auch diesmal nix. Diese blöden Tabletten, ey, haut mal ab. Den habe ich ja super in der Hand, den Hammer. Ja, und tschüss, Hammer. Ja, das hat auch super geklappt. Seht schon, wunderbar, oder? Erste Sahne hier, wie das Ding in der Hand hat. Oder auch nicht in der Hand hat. Geil. So wollen wir das sehen. Action hier. Jetzt ist es mir auch scheißegal. Dann soll er verrecken. So, wunderbar. Genau so wollen wir das haben. Jetzt haut sich das Ding natürlich sonst wohin. Ab, ne? Ich würde mich wundern, wenn er in 2 Minuten noch da ist. So, hier habe ich irgendwo die Spritze gesehen. Aber wo ist er hin? Hä, hier ist eben die Spritze vorbeigesaust, oder? Ach, da unten ist er, guck mal. Haben wir sie? Nee. Jetzt haben wir sie.
Muss jetzt die andere Spritze? Natürlich nicht da, oder? Wäre jetzt ein Wunder, wenn die jetzt wieder so glücklich irgendwo sein würde. Ach, das ist doch... Das kann schon wieder gar nichts mehr werden. Ich glaube, wir bringen es schnell hinter uns, dass wir schnell noch einen Versuch starten können. Was sind wir da am besten hier? Das Beil. Nee, komm, mein Kumpel. Wir operieren jetzt mal richtig hier. Und hier geht's schon besser, oder? So, hier, komm mal her, Kumpel. Der werden wir jetzt richtig, naja, richtig schön noch operieren. Guck mal hier. Geil. Dauert aber ganz schön lange hier. Da würde ich mir hier mit dem Beil drin noch umrühren, oder? Dauert verdammt lange. Stirb jetzt! Das ist ja eine Unart, dass das so lange dauert, den umzubringen. Stirb, du Penner! Würde ich im Bioshock Infinite sagen. So, jetzt haben wir es ja Gott sei Dank gleich hinter uns, ja. Gott sei Dank. So, hol mal den nächsten Astronauten rein hier. Dabei lief alles so gut. Stimmt, wir haben es geschafft, den Typen noch schneller zu töten als den anderen. So, diesmal fangen wir gleich mit Schnippeln an. Ehe wir da andere Faxen machen. Deswegen schnappen wir uns gleich mal hier ein Schneidewerkzeug. Ja, oder auch nicht. Ah, ich glaube nicht. Wenn der sein Zeug mal vernünftig aufgeräumt hätte, würde es nicht so im Raum rumfliegen wie sonst was. So, das haben wir schon mal durchtrennt. Das auch. Wunderprächtig. So, wo fehlt es denn jetzt noch? Ich glaube, wir haben das Ding auch nicht richtig in der Hand. Na, so haben wir es natürlich noch beschissen in der Hand. Und jetzt haben wir es gar nicht mehr in der Hand. Aber immerhin hat der Typ noch nicht viel Blut verloren und blutet auch nicht. So, das sieht gut aus, oder? Ich glaube schon. So, das haben wir auch schon mal getrennt, das ist wichtig. Die Frage ist nur, was ich mir jedes Mal stelle bei der Nierenoperation. Wo durchtrenne ich denn jetzt die zweite Stelle hier? Also einmal muss ich hier, ganz klar, das weiß ich. Da kommt das Zeug nämlich schon entgegengeflogen. So, hier, hau mal ab. Oh, lass bloß die Spritze in Ruhe. Und einmal muss ich... Ah, ich glaube, ich sehe es. Ich glaube hier, oder? Nee. Ah doch, guck mal, es läuft wie am Schnürchen, glaube ich. Ich glaube, das läuft gut, oder? Ich glaube, wir machen gleich noch die Nieren raus. So, Nummer 1 ist schon mal weg. Komm mal ab da, du Darmgebilde. Das Geile ist halt, ich muss jetzt nicht mehr in der Schwerelosigkeit die Nieren rauspulen. Die kommen von alleine raus. Habe ich mir zumindest gedacht. Das sieht nämlich jetzt gerade nicht mehr so danach aus. So, ja, aber bauen wir jetzt eine Spritze. Hoffentlich kriegen wir die zu fassen. Komm mal ab, du Säge, du störst voll. Ich sehe gar nichts. Guck mal hier, die scheiß Säge blockiert meine Sicht. Haben wir die Spritze? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht? Oh nein! Ach, fuck it!
Och Mann, wo es jetzt so gut lief. Oh, Moment, wenn wir uns jetzt beeilen hier, könnte es locker hinhauen. So, hauen wir ab hier. Die Socks. Da, wie sagt man dazu? Organgesocks könnte man das nennen. So, hauen wir ab hier. So, komm mal raus hier, Kumpel. Oh Gott, drück die Daumen, dass wir das jetzt schaffen, wie ich das gerne hätte. So, komm raus. So, wir holen uns schon mal das neue Organ. Oder die neuen Organe. Mal rankommen, meine ich. So, wunderbar. So, Nummer 1 haben wir. Oh, hoffentlich bleibt das Ding jetzt drinnen liegen, sonst kriege ich einen epileptischen, ey. Oh, da müssen wir uns beeilen. Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Ich habe Angst, dass die Dinger nicht drinnen bleiben. Oh, oh. Oh! Ganz sachte hier! Komm her, Baby! Ach, bitte, 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 nein! Wo haut's ab? Nein! Ah, komm schon, eine Niere reicht doch auch, oder, Kumpel? Hab dich nicht so! Oh nein, die andere hat sich auch gerade verabschiedet. Nee, die liegt noch drinne. Gut. Aber die andere muss wieder hochkommen, sonst, sieht's leider schlecht aus, ne? Guck mal, die gammelt jetzt da unten rum, diese blöde Niere. Komm mal hierher, Gedärme. Ich brauch dich. Wir müssen nämlich hier dich runterschubsen. Und hoffen, dass die Niere wieder hochkommt. Eigentlich so gut. Schaut mal, 4400 Blut hat er noch, der Gute. Jetzt fehlt halt bloß noch die zweite Niere. Am besten hätte ich jetzt natürlich noch eine Spritze. Also für mich und für den Guten hier. Einmal die blaue für mich und die grüne für den Typi. Aber die Frage würde ich überhaupt sehen, wenn sie irgendwo rumschweben würde, ne? Ich kann ja kaum noch was erkennen hier. Es ist ja nicht mehr schön. Ja, da unten liegt die Niere irgendwo, glaube ich. Ich sehe es halt nicht mehr, ne? Ich kann bloß mutmaßen, ob sie noch da ist oder nicht. Die eine, die neue, die liegt hier wunderprächtig da. Die wartet bloß auf ihren Bruder. Oder ihre Schwester, weiß ich auch nicht, ne? Scheiße. Kommen wir nicht mehr ran, ne? So, hau mal ab, Bohrer. Bring mal hier eine Spritze runter, Kumpel. Seht ihr noch was? Ja, seht ihr mehr als ich? Ah. Komm mal ab, du Bohrer. Schubst was Gutes runter. Das ist wie wenn du hier am einarmigen Banditen ziehst und hoffst, dass was Gutes bei rauskommt. So ungefähr fühle ich mich gerade, wenn ich hier diese Gegenstände nach oben und unten kegel. So. Ja, gute Frage, ne? Wie schließen wir jetzt die Operation ab? Gar nicht. So schaut es nämlich aus. Ohne Niere, die da unten irgendwo rumgammelt, wird das nämlich nichts. Mit der Spritze könnte man zumindest sagen, okay, wir stillen erstmal die Blutung. Aber selbst das können wir ja nicht machen. Ist auch bloß, das ist das Organ. Warte mal. Nee, das ist bloß dieses alte Gelumpe da. Hau mal ab. Kommt natürlich die andere Niere nicht mehr hoch, ne? Dürfen wir wahrscheinlich noch einen Versuch wagen. Obwohl es so gut aussah. Ist halt die Frage überhaupt, ist diese Niere noch da unten oder wer weiß, wo die schon ist, ne? Wir wissen es ja nicht. Die andere ist auf jeden Fall noch da, oder? Glaube ich.
Sag bloß, das ist die richtige Niere da. Nee, oder? Ach nee, das ist wieder das alte Gesocks hier. Hau mal ab. Obwohl, im Prinzip kannst du auch da liegen bleiben, ne? Blockierst du wenigstens die gute Niere dabei, nicht rauszurutschen wieder. Aber das sieht nicht gut aus. Das riecht nach einem weiteren Versuch, weil... Oh, die Spritze! Ah, die Spritze! Fuck! Oh, das habe ich jetzt zu spät gecheckt, weil alles um mich herum grün ist. Da habe ich natürlich auch die grüne Spritze nicht gesehen. Oh, fuck! Ich würde mich ja schon freuen, wenn die blaue Spritze mal runterkäme, dass ich mich selber wieder... Dass ich mal wieder klar sehen kann, ne? Das wäre ja schon mal der Wahnsinn. Ich krieg Augenkrebs, ey, wenn ich da... Diese ganzen Farben, Mann, es tut so weh, Augen und überall. Aber auf jeden Fall riecht das stark an dem zweiten, beziehungsweise dritten Versuch. Der dritte ist es mittlerweile, ne? Oder ist es der vierte schon? Wäre es schon der vierte? Ja, was machen wir denn jetzt? Können nichts machen. Guck mal, wir haben nichts mehr, was uns irgendwie jetzt aus in der jetzigen Situation helfen könnte, außer halt, um sein Leiden schnell zu beenden. Aber das ist ja nicht das, was wir eigentlich wollen. Du könntest hier ruhig mal dich nützlich machen, du Darm. Scheiße! Ach, das war so gut, ey. 4400 Blut. Und dann haut diese Niere ab, ey. Verdammt nochmal. Hau bloß ab da, du dumme Säge, ey. Wir brauchen die andere Niere. Nee, dich Gammelniere brauchen wir nicht, ey. Hau mal ab. Aber vielleicht haben wir ja Glück und kriegen es doch noch irgendwie hin. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Weil so weit waren wir noch gar nicht. Aber ich glaube, wir haben schlechte Karten. Wer weiß, wo die Niere sich hinverkrümelt hat, ne? Das ist wieder das alte Ding, ne? Genau, das sieht man schon, wie schimmelig braun das Scheißding ist, ne? So, hau mal ab hier, so. Ja, wie gesagt, das steuert stark auf einen neuen Versuch hin. Dagegen können wir nichts mehr machen. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben uns ganz gut geschlagen. Was denkt ihr? Problem ist halt, wie gesagt, die Niere ist weg, die zweite. Irgendwo, guck mal, die ist immer noch da unten. Da sieht man sie hier. Oder? Ich glaube, das sieht man ja sogar noch hier. Gammelt da unten schön rum, relax. Ja, krieg mich doch, krieg mich doch. Einziger Versuch, den ich vielleicht noch habe hier. Vielleicht noch den Bohrer irgendwie runter zu kicken. Wir kriegen ja nicht mal Zeug runtergekickt. Das ist ja das Problem, was wir schon haben. Da fängt es ja schon an. Boah, was ist hier los? Was ist hier los? Oh, das gesehen, wie ich den Bohrer... Oh, 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 es geht denn ab? Oh, Glitchumania hier. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Das ist doch nicht schön, sowas, ey. So knapp vorm Abschluss. Da hauen sie mich hier noch eher aus dem Rennen raus. Komm schon, bring die Niere hoch! Bring die Niere hoch! Bring die Niere hoch! Bitte!
Das wäre geil, wenn das jetzt tatsächlich noch klappen würde. Wie bei der Herztransplantation. Wisst ihr, so ganz knapp das Herz noch runtergekickt irgendwie. Irgendwie noch runterbekommen. Das wäre episch, wenn ich das jetzt noch schaffe. Aber das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus hier, unser Kumpel. Der wird's nicht mehr schaffen. Der wird's nicht mehr schaffen. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Ich habe mir echt Mühe gegeben, Kumpel. Du hast bis jetzt am längsten überlebt. Du hattest die besten Chancen zu überleben. Und dann hat eine neue Niere gedacht, nee, in den Körper gehe ich nicht rein. In den Körper gehe ich nicht rein, ey. Leck mich an der Murmel, hat sich diese Niere gedacht. Naja, das war's. Das war's. Das wird ein zweiter Versuch. Ach, was sag ich denn immer mit meinem zweiten Versuch? Das wird der vierte Versuch. Komm, wir bringen es mal schnell hinter uns, weil das bringt nichts mehr. Und wir haben schon einen Haufen Zeit verplempert. Deswegen müssen wir es mal ganz schnell hinter uns bringen hier. Geil, oder? Wie ich den Bohrer in der Hand habe. Das muss man erstmal drauf haben. Geil, Mate, ey. Guck mal, jetzt kloppt man den mit dem Bohrer noch hier. Bam, bam. So hatte ich den Bohrer noch nie in der Hand. Lol. Ah, wie geil ist das denn, Mann? Bam. Oh, mir tun richtig die Augen weh von den Farben. Geht euch das ähnlich? Oh, ist das so anstrengend. Okay, einen Versuch haben wir noch. Dann ist hier nämlich schon wieder der Part zu Ende. Dann ist nämlich schon wieder der Part zu Ende. Und ich würde mal sagen, wir machen das auch im Zeitrafferfluch. Ne? Wir haben nämlich schon 32 Minuten. Das wird schon wieder höllisch lange. Und deswegen zählen wir mal ganz mal gemeinsam runter. Zeitrafferfluch in 3, 2, 1. Los! Okay, so, dann wollen wir mal hier gleich mal losschnippeln. Und hoffen, dass wir diesmal die Organe besser zu fassen kriegen, die neuen. Beziehungsweise, dass wir hier schon mal das Zeug besser zu fassen kriegen. Wäre ja schon mal nicht schlecht, ne? Das wäre ja schon mal ein guter Anfang, ne? Ich will jetzt nicht zu viel verlangen, aber... Und diese scheiß Tablettendose, die kann sich auch mal verpissen hier. So, das Werkzeug haben wir. Noch nicht wirklich cool in der Hand. Aber ich merke gerade, die Sensibilität von der Maus hochzustellen war keine gute Idee. Habe ich im letzten Versuch nämlich gemacht. Während des letzten Versuchs habt ihr bestimmt gemerkt, dass es auf einmal so schnell abging und so. Aber wie gesagt, ich muss mich wieder dran gewöhnen. Schließlich haben wir unsere erste Operation ja so abgeschlossen, bevor ich das System neu machen musste. Ich glaube, nach dem 7. Part war das. Ne, nach dem 6. Part, glaube ich, ne? Ah, ich glaube, nach dem 6. Part. So, jetzt haben wir gleich wieder alle Werkzeuge verspielt. Das wird gleich wieder interessant zum Schneiden. Da wird es wieder Spaß machen. Da sind wir wieder alle mit dabei. Da waren wir alle mit dabei. So, das Ding haben wir jetzt auch wieder bestimmt scheiße in der Hand. Natürlich haben wir das scheiße in der Hand. Ihr seht es ja. Ist so richtig scheiße sogar. So. Ah, und tschüss, Kumpel. Kommst du gleich wieder runter? Ich hoffe, es ist für dich. Hallo, hallo? Da ist es doch, oder? Ist das eine Qual hier? Ah, ja, dann hau doch ab. Da hinten ist noch eins, guck mal. Sogar in perfekter Haltung. Wir müssen es bloß greifen. Bloß, ne? Bloß greifen. Erstmal hier die Nieren verstecken, sonst machen die noch Blödsinn. Ich glaube, wir kommen da nicht ran. Ach scheiße, das ist doch schon wieder zum Scheitern verurteilt hier, das Ding. Kein Schneidwerkzeug. Doch, da unten liegt eins, oder? Ich glaube, da unten liegt eins. Wenn wir es zu fassen kriegen, liegt da unten eins. Mann. Ja, bloß nicht in die Spritze greifen, Alter. Bloß nicht. Wo, jetzt, komm mal her, du Scheißding. Ach, Mann, oh. Ja. Oh, jetzt haben wir es wieder so scheiße in der Hand. Hau doch mal ab hier. So. Jetzt haben wir es, oder? Ja, ist nicht, noch nicht so cool, wie ich dachte. Oh, jetzt haut es wieder und unkontrolliert irgendwo ab. Hau, bleib da. So.
Ist immer noch uncool. Ach Mann, oh, was ist denn hier los heute? Ach, dieser eine Versuch, der war so cool. Warum habe ich das versaut? Will ich die scheiß Niere da unten runterkegeln? Wie kann man denn so deppert sein? Verdammt ich, ey. Hau doch mal ab hier, ey, du blöder Kugelschreiber. Was will ich denn mit dem Kugelschreiber im Weltall? Ach, das ist doch alles Affe hier. Nimm's! Ja, Blut verblutet auch, ey. Arsch. Das kriege ich natürlich wieder nicht zu fassen. Weil der Herr hier zu kurze Arme hat. Hier. Ja, dann lass es doch einfach sein, das Operieren. So, was machen wir jetzt? Wir haben wieder nichts, kein Schneidwerkzeug. Wunderbar, das kann ja nur noch super werden. Ja, hau doch einmal ab. So, ich habe jetzt die Maussensibilität wieder runtergestellt. Das bringt so nichts. Kann man das eigentlich immer noch hier einstellen? Muss ich mal kurz schauen. Ne, hier kann man natürlich nichts einstellen. So, da kommt noch ein Schneidwerkzeug. Vielleicht haben wir Glück hier. Da sind wir dabei. Da wollen wir nochmal. So, beruhig dich. So, wir haben es zwar, aber das ist natürlich wieder total assi in der Hand. Nee, oder? Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Oh, wer soll denn das spielen, ey? Das ist doch eine Seuche, ist das. Ah! Bim, bim. Bididididim. So, ich mach gleich einen Neustart, weil ich hab gleich die Faxen dicke hier. Komm doch mal her hier. Die verfickten Finger, ey. Schnappt euch jetzt. Haben wir sie jetzt gut in der Hand? Wieder so scheiße. Oh. Ja, es könnte vielleicht gehen. Ja, das war schon mal gar nicht schlecht. So, Nummer 2 haben wir. Nee, das war natürlich nicht so geil jetzt. Warum der gleich sein ganzes verficktes Handgelenk dreht, ne? Nur weil er da auf diese Leiche trifft, ey. Zum Kotzen. So. Hau mal ab da, Gedärme gesorgt hier. Hau mal ab. Hau doch mal ab hier. So. So, was müssen wir da noch schnippeln? Nee, da nicht. So, das haben wir auch weg. Jetzt fehlt bloß noch hier die scheiß Gedärme hier. Hau mal ab. Müssen wir hier mal rühren, weil wir es sonst nicht hinkriegen, weil wir zu doof sind. Also ich zu doof bin. So, jetzt fehlt gar nicht mehr viel. Plus noch hier die Niere weg. Und diese Niere weg. Ist die jetzt locker? Nö. Stell dir mal das mit lustiger Super Mario World Mucke vor. Da würde ich ja durchdrehen. Das wäre nicht mehr lustig für mich. Für euch vielleicht umso mehr. Ach, guck mal, die Niere ist schon weg. Sehr gut. So, hau mal ab, du Scheißding. Braucht ihr nicht mehr. So, Zieleinlauf. Die zweite. Jetzt hier auch die Musik aufdrehen. Dim, 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 dim. Haben wir es jetzt eigentlich neu gestartet oder ist es noch der Versuch von eben? Weiß ich gar nicht mehr. Wäre cool, wenn das noch der Versuch von eben ist. Ich glaube, ist es sogar, ne? Komm schon! Komm schon! Komm doch raus hier! Abkomm! So, ich glaube, das dürfte reichen. Jetzt nur noch ganz vorsichtig die Nieren holen. Oh Gott. Nein! Nein, 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 nein. Nein. Nein! Oh, sie kommt wieder runter, sie kommt wieder runter, ich sag's euch. Wo sind sie? Wo sind sie? Niere! Ach komm, ich hab dich ange. Da kommt sie, da kommt sie! Ja! Nein, die andere haut ab! Geh wieder rein mit dir! Geh wieder rein! Ganz brav! Kriegst gleich Gesellschaft! Komm schon! Komm schon, das muss jetzt reichen! Nein! Ganz sachte! Wir haben es gleich geschafft! Beruhigt euch, Nieren! Ganz ruhig jetzt!
Haben die sich hier verkeilt? Ich flipp aus. So, du gehörst hier auf die Seite, Kumpel. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz sachte jetzt. So, jetzt hat sich diese eine hier natürlich verklemmt, ne? Da müssen wir mal aushelfen, der Süßen. Dieser süßen kleinen Niere. Hat sie sich da oben verklemmt? Das ist natürlich jetzt der scheiß Knochenweg, ne? Das war ja jetzt keine Überraschung, ne? Aber es muss ja nochmal sein. Müssen wir ja nochmal spannend machen hier. Müssen wir ja nochmal bohren. Bitte, 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 bitte. So. Wenn den Bohrer auch nicht so optimal, die Säge nicht so optimal in der Hand. Und jetzt ist er weg. Jetzt ist sie weg. So, jetzt muss es aber reichen, dass wir die Niere da jetzt reinstoppen. Komm schon. Yes! So, jetzt muss es aber reichen, dass wir die Niere da jetzt reinstoppen. Komm schon. Yes! Schwere, was? Schwerkraftlose Niere. Yes! Oh, Gott sei Dank. Gott sei fucking Dank. Sogar auf C. Gar nicht schlecht, oder? Oh my fucking God. Haben wir jetzt hier eigentlich schon wieder neue Auszeichnung bekommen hier? Irgendwas, was? Hä? Wo ist das Klebeband hier? Also hier. War das schon immer hier gestanden? Dieser Uhu-Stift? Oder ist der neu? Ich glaube, der ist schon immer da, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht so recht. Aber ich glaube, er ist schon immer da. Oh, wir müssen ganz schnell den Part beenden. Wir haben schon 44 Minuten. Wenn man Zeitrafferfluch abzieht, dann sind es vielleicht mit Glück 40 Minuten. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich mehr, ein bisschen. Aber ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es heißt, Let's Play Surgeon Simulator, dann die einfache Operation, Gehirntransplantation im Weltall. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem langen Part, der ja leicht verzweifelnd für mich fast war. Aber dann zum Ende haben wir es dann trotzdem noch geschafft. Immerhin den Zeitrafferfluch. Aber jetzt bin ich hier weg. Und wahrscheinlich mache ich das Ganze sogar im Ultra-Zeitrafferfluch. Mal gucken. Und ja, ich bin jetzt weg. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Bis dann. Bye, bye. Und tschüss. Ja, ist ja gut.